komm, Flop! Ich komme schon. Hallo, Coco. Tag, Bing. Hallo, Charlie. Hallo, Bing. Hallo, Pando. Oh, hallo, Sula. Hallo, Bing. Da hat's aber jemand eilig. Bing. Alles in Ordnung, Bing? Ja, war nicht schlimm. Gehört mir nicht. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, kauft Bing heute ein. Und Flop ist auch da. Oh, da ist Alo. Hallo, Alo. Hallo, Alo. Hallo, Paula. Hallo, Bing. Flop hat die Einkaufsliste und ich helfe ihm beim Einkaufen. Gut. Hallo, Flop. Hallo, Paula. Was steht als erstes, Flop? Wollen mal sehen. Zuerst brauchen wir einen Kohlkopf. Ein Kohlkopf! Hier, bitteschön. Dankeschön, Bing. Und außerdem brauchen wir 6 Karotten. Oh, ich hole sie. Karotten. Eins, 2, 3. Ich habe schon 3, Flop. Sehr gut. Ich nehme Nummer 4, 5 und 6. Karotten esse ich am liebsten. Stimmt. Und die hier sehen köstlich aus. Brauchen wir sonst noch etwas, Flop? Ja, Eier. Die Eier sind hier. Oh, oh. Vorsicht, oh. Bing. Ja, Eier sind sehr zerbrechlich. Ich weiß. Das machst du sehr gut, Bing. Nun haben wir alles. Oh, etwas habe ich vergessen aufzuschreiben. Und was? Was Süßes zum Nachtisch heute Mittag. Oh, was gibt es zum Nachtisch? Nun, möchtest du vielleicht was aussuchen, Bing? Ja, ich kann prima aussuchen. Die da. Können wir die nehmen? Bitte, Flop. Sicher doch. Karottenmuffins. Die esse ich auch am liebsten. Der hier ist für mich. Und der hier ist für Flop. Gut gewählt, Bing. So, habt ihr nun alles? Ja, das wäre dann alles. Ein Kohlkopf. Und 6 Karotten. Und 6 Eier. Oh je, ich glaube, das eine Ei hat einen Knacks. Nein, ich glaube, das täuscht. Ach, umso besser. Dann wären wir fertig. Oh! Das macht dann 59. Lasst es euch schmecken. Danke, Paula. Wo ist denn Bing? Kommst du, Bing? Wir wollen dann das Mittagessen kochen. Oh, ja! Essen kochen! Da bist du ja. Na komm. Gehen wir. Tschüss, Flop. Tschüss, Bing. Ja. Mach's gut, Wiedersehen, Paula. Mach's gut, Alo. Flop, darf ich heute beim Kochen helfen? Na klar doch. Das würde mich freuen. Entschuldigung. Hallo. Ich suche den Weg zur Stadtbücherei. Ah ja. Also, erstmal stur geradeaus bis zum Ende der Straße, dann rechts abbiegen und dann an der Ampel gleich wieder links. Die Bücherei ist dann gleich auf der rechten Seite. Oh, alles klar, vielen Dank, das hätte ich nie gefunden. Keine Ursache. Einen schönen Tag noch. Wiedersehen. Oh, was hast du da im Mund, Bing? Ein Lutscher mit Erdbeere. Und wo hast du den Lutscher her? Das ist meiner. Der ist aus Paulas Laden. Ah. Ja, aber haben wir für den Lutscher denn auch bezahlt? Nein. Oh, wenn wir gar nicht dafür bezahlt haben, dann gehört dieser Lutscher aber nicht dir, sondern immer noch Paula. Oh, darf ich ihn behalten? Leider nicht, Bing. Denn er gehört dir doch nicht. Wieso nicht? Weißt du, es ist nicht richtig, sich in einem Laden etwas zu nehmen, ohne dafür zu bezahlen. Das nennt man stehlen. Oh, ich kann ihn ja zurückgeben. Naja, das könntest du, aber glaubst du, dass den Lutscher jetzt noch jemand kaufen möchte? Nein, weil ich dran geleckt habe. Ganz genau. Wir können ihn nicht mehr zurückgeben. Oh, ich wusste doch nicht, dass das stehlen war. Das wollte ich nicht, Flop. Das weiß ich doch. Was meinst du? Gehen wir zurück und sagen es Paula.
Ja. Na dann komm. Hallo Bing. Hallo Flop. Braucht ihr noch etwas? Hallo Paula. Hallo Paula. Keine Angst, Bing. Es tut mir leid, Paula. Es tut dir leid, Bing? Was denn? Ich habe den Lutscher gestohlen, aber ich wusste nicht, dass das stehen war. Und ich habe auch schon dran geleckt. Oh, ich verstehe. Willst du mir den Lutscher zurückgeben? Ja. Danke sehr, Bing. Du hättest den Lutscher nicht einfach mitnehmen dürfen, aber es war sehr anständig von dir, dich bei mir zu entschuldigen. Ich mache es auch nie mehr wieder. Also dann. Und natürlich ersetzen wir den Schaden. Bitte sehr. Danke, Flop. Ich weiß was. Ich gebe dir für den angeleckten Lutscher mein Muffin. Danke sehr, Bing. Das ist wirklich sehr nett von dir. Aber das muss nicht sein. Flop hat für den Schaden schon bezahlt. Also nimm ihn. Iss dein Muffin selber. Dankeschön, Paula. Dann ist ja alles bestens. Na komm. Mach's gut, Paula. Bis bald, Bing. Bis bald, Flop. Tschüss, Paula. Ich habe Flop geholfen, die Sachen für unser Essen einzukaufen. Und ich bin richtig gut im Helfen. Ja, und dann habe ich den Lutscher mitgenommen. Aber ich habe nicht dafür bezahlt. Und dann nennt man das Stehlen. Und das soll man nicht. Ich konnte ihn auch nicht zurückgeben. Ich hatte nämlich schon dran geleckt. Darum habe ich mich dann bei Paula entschuldigt. Und dann hat Flop für den kaputten Lutscher bezahlt. Und ich wollte Paula meinen Karottenmuffin geben. Aber Paula wollte ihn nicht. Das war nämlich meiner. Sich entschuldigen. Das ist Bings Ding. Können wir jetzt die Muffins essen, Flop? Ja.